Am heutigen Tag will ich endlich mein Schweigen brechen. Ich will die Geschichte des William Gray offenbaren, die er mir vor etlichen Jahren im Sanatorium erzählte und die ich geschworen hatte zu bewahren. Seit jenem Tag ist keine Stunde vergangen, in der ich nicht über das Schicksal von Mr. Gray nachdenken musste, doch da dessen Tod vor einer Woche mein Versprechen annulliert hat, habe ich mich entschlossen, heute über die Geschehnisse zu sprechen. Noch heute schaudert es mich, wenn ich daran denke, obwohl ich nicht bei den Geschehnissen zugegen war, geschweige denn überhaupt jemanden der Akteure gekannt hätte. Die Geschichte betrifft mich in keinster Weise, doch ich kann nicht anders, als sie weiterzugeben, denn der Gedanke, jene geheimnisvolle Geschichte verloren zu wissen, erfüllt mein Herz mit Grauen. Im Delirium von Fieber und Schmerz hatte Mr. Gray sie mir offenbart, doch später, als sein Verstand wieder klar war, hatte er jedes der Ereignisse geleugnet. Erst nachdem ich ihm versprach, die Geschichte geheim zu halten, solange er leben würde, gab er alles zu. Warum er sie so geheim halten wollte, ist mir bis heute ein Rätsel, doch vermute ich, dass er von höherer Gewalt dazu gezwungen wurde. Die Misere begann vor nunmehr fast 45 Jahren. William Gray, damals in seinen mittleren 30ern, war der Totengräber eines kleinen Dorfes. Er war berüchtigt für seinen Geiz und seine grobe Art. Ich vermute, eine schwere Kindheit hat ihn hart werden lassen, doch ich kann mich irren. Chronisch schlecht gelaunt lebte er abgeschieden in einem einfachen Haus in der Nähe des Friedhofes. Bei einem Todesfall präparierte er die Leichen, fertigte Särge und verwahrte die Toten bis zur Beerdigung. Sein Gehalt reichte aus, um ein angenehmes Leben zu führen, doch wegen seines Geizes, der fast schon krankhaft wirkte, gab er von seinem Geld nur das Nötigste aus. Er ernährte sich armselig, sein Haus war in schlechtem Zustand und er nutzte nur kaltes Wasser. Der Kamin in seinem Haus wurde auch nie genutzt. Zu seinem Geiz kam auch seine grobe Art. Er war unfreundlich zu den meisten Leuten, dennoch war er in der Stadt nicht unbedingt unbeliebt. Ich vermute, es lag daran, dass er seinen Beruf, den sonst niemand übernehmen wollte, recht gut ausführte. Beklagen tat sich jedenfalls nie jemand, aber das lag vermutlich daran, dass seine Klientel nicht mehr sonderlich gesprächig war. Ich habe keinen Beweis, aber ich vermute, dass er bei seiner Arbeit auch gepfuscht hat. Ich weiß zum Beispiel, dass er die Grabbeigaben der Toten oft an sich nahm, um Geld zu sparen. Auch glichen die Leichenhemden, die er den Toten anzog, eher Putzlappen als wirklicher Leichenbekleidung. Zu den Trauenden war er oft grob und taktlos, was dazu führte, dass er mit den Verbliebenen kaum noch Kontakt pflegen durfte. Er beschränkte sich auf den Umgang mit den Toten. Ich kann mir vorstellen, dass er darüber nicht unglücklich war. Blieb ihm doch so das lästige Geschwätz erspart, das er mehr als alles hasste. Überflüssig zu erwähnen, dass keine Frau ihn liebte, auch wenn ich nicht weiß, ob er überhaupt eine genommen hätte, selbst wenn diese ihn geliebt hätte. Sein einziger Gefährte war sein Pferd. Ein prächtiges Ross, das er zwar nicht liebte, aber im Gegensatz zu fast allem anderen auch nicht hasste. Er sprach mit dem Tier so, als wäre es seine Frau, auch wenn er wenig Freundliches zu sagen hatte. Meist beschimpfte er das Tier für Dinge, die er verhauen hatte. Mehr als einmal verjagte er es auch, doch das treue Tier kam immer wieder zurück. So kam es also, dass nun im kalten November ein Mann starb. Henry Claymore, der berüchtigste Mann der Gegend. Die Leute fürchteten ihn selbst noch im Tod, denn seine Rachlust war legendär. Er hatte die Angewohnheit, sich für jedes ihm zugefügtes Leid, egal ob echt oder eingebildet, grausam zu rächen. Und er vergaß nichts. Niemals. So trat er einen Hund tot, der einmal nach ihm geschnappt hatte. Und ein junges Mädchen, das ihm einmal die Zunge herausstreckte, lockte er in seinem Keller und bereitete dem Kind eine solche Angst, dass man es ins Sanatorium stecken musste. So gingen ihm die Leute aus dem Weg, aus Angst heraus, ihn versehentlich zu verärgern. Viele tuschelten hinter vorgehaltener Hand, er sei nicht normal. Sie begründeten es oft mit der ungewöhnlichen Erscheinung Claymores, denn der Mann war fast 190 cm, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich war. Als er nun starb, fiel vielen ein Stein vom Herzen, doch wagte keiner es zuzugeben, da sie fürchteten, seine Rache würde über das Grab hinausgehen. Der Bürgermeister organisierte ein besonderes Begräbnis und beauftragte Mr. Gray, den Toten besonders sorgsam zu behandeln. Ich erinnere mich, dass Gray den Auftrag gar nicht erst annehmen wollte, da seine Särge alle dieselben Maße hatten, für die Claymore zu groß gewesen wäre. Doch das viele Geld, das der Bürgermeister ihm bot, stimmte ihn um. So ging er am frühen Morgen in die Gruft, wo er die Särge mit den Toten bis zur Beisetzung lagerte. Da es so kalt war, würden sie nicht vorzeitig verwesen, sodass es in der Gruft halbwegs erträglich roch. Nachdem er sein Pferd vor der steinernen Gruft angebunden hatte, betrat er sie und schleifte den Sarg heraus. Er würde ihn bereits in das geschaufelte Grab legen, damit er am morgigen Sonntag nichts zu schleppen brauchte. Als er am Loch ankam, legte er den Sarg auf eine Seilkonstruktion, die erlaubte, dass er den Sarg hinablassen konnte, ohne ihn zu zerbrechen.
was bei den billigen und oft morschen Brettern, die er zur Fertigung der Särge benutzte, auch sehr wichtig war. Doch wie er die Kurbel betätigen wollte, ertönte ein lauter Donnerschlag. Er erschrak sich derart, dass er die Kurbel losließ, die dann durch das Gewicht des Sarges die Seile nach unten surren ließ. Eines der Seile wickelte sich aber um seinen Fuß und riss ihn mit in das Erdloch. Nachdem er wieder halbwegs bei Sinn war und einen sehr hässlichen Fluch ausgestoßen hatte, rappelte er sich auf. Er befand sich etwa 8 Fuß unter der Erde. Hinauszuklettern war keine Option. Er rief nach seinem Pferd, als könnte dieses ihn hinausholen, doch natürlich tat es das nicht. Ein leises Wiehern bestätigte aber, dass es noch da war, hatte er doch angenommen, es habe sich beim Donnerschlag losgerissen und sei fortgelaufen. Er wusste, dass der Pfarrer am Abend vorbeikäme, um das neue Grab zu weihen. Solange würde er eben hier unten bleiben. So lehnte er an der Wand und murmelte einen Fluch nach dem anderen. Nach einer Stunde verdunkelte sich der Himmel. Zwar hatten schon den ganzen Tag dichte Wolken die Sonne verdeckt, aber sie waren weiß oder grau. Diese Wolken waren schwarz, wie der Rauch eines Feuers. Ein entfernter Donner ließ ihn erneut aufschrecken. Wenn es anfing zu regnen, hätte er nichts zu lachen. Das Wasser könnte das Grab fluten und er würde ersaufen. Oder die Wände würden weich und das Erdloch würde einstürzen und ihn begraben. Und plötzlich bekam er es mit der Angst zu tun. Panisch versuchte er, sich provisorische Stufen in die Wand zu graben, doch die Erde war wegen der Kälte ganz starr und fest und er konnte auch nach einigen Mühen kaum 1 Zentimeter abtragen. Statt sich also alle Fingernägel abzubrechen, beschloss er, dass er anders herauskommen musste. Er bemerkte eine Baumwurzel, die halb in das Grab hineinreichte. Sie musste von der schweren Eiche stammen, die unweit vom Grab stand. Aber die Wurzel war gute 4 Fuß über ihm und ohne eine Leiter würde er sie nicht erreichen. Ein weiterer Donnerschlag, lauter als die anderen beiden, ließ die ganze Luft erzittern. Er hörte gerade noch, wie sein Pferd durchdrehte. Dann hörte er, wie es panisch davon galoppierte. Das Gewitter ließ nicht mehr lange auf sich warten. Sein Zeitgefühl hatte er zwar verloren, aber er wusste, dass der Pfarrer nicht rechtzeitig da sein würde, um ihn zu retten. Wenn er nicht vor dem Gewitter herauskam, würde er vor seinen Schöpfer treten, ob er nun wollte oder nicht. Sein Blick fiel auf den Sarg, der schief an der gegenüberliegenden Wand lehnte. Wenn er ihn senkrecht aufrichtete, könnte er an die Wurzel langen und sich daran hochziehen. Aufgeregt wie ein kleiner Schuljunge machte er sich daran, den Sarg passend aufzurichten. Es war gar nicht so einfach, da das Loch recht eng war und der Sarg sehr schwer. Dennoch schaffte er es. Etwas schwerfällig stieg er auf den Sarg, der die Überreste von Henry Claymore enthielt. Als er gerade oben angekommen war und nach der Wurzel griff, erschauderte er. Es ist schwer zu sagen, was ihn mehr erschrak. War es der Regentropfen, der auf seine Stirn fiel und sein Kampf gegen die Zeit einläutete, oder war es das laute Krachen, das er zunächst für einen Donnerschlag hielt? Das Krachen stammte jedoch nicht aus einer zornigen Gewitterwolke, sondern es kam von unten. Das morsche Holz des Sarges war unter dem Gewicht von Mr. Gray eingebrochen und seine Füße berührten den Leichnam des rachsüchtigen Toten. Ein lauter Schrei entwich ihm, als er einen Griff um seinen Fußknöchel spürte. Ein eisiger Hauch umgab ihn und seine Panik stieg immer mehr. Er begann verzweifelt zu zappeln, während er immer mehr in den Sarg hineinrutschte. Als er plötzlich unerträgliche Schmerzen in seinen Füßen verspürte, war es endgültig um seine Beherrschung geschehen. Er begann aus vollem Hals zu schreien und schlug seine Hände voller Panik in die Erde. Schließlich gelang es ihm, die Wurzel zu greifen, und er zog sich mit der Kraft der Verzweiflung aus dem Loch. Immer noch kreischend stolperte er über den Friedhof, wobei er bei jedem Schritt erneut einen stechenden Schmerz verspürte. Als er in die Arme des Pfarrers rannte, der ihn verwirrt anstarrte, verlor er das Bewusstsein. In der Stube des Doktors kam er zu sich. Er lag auf einer Liege und fühlte sich merkwürdig kalt, obwohl er direkt neben einem brennenden Kamin lag. Der Doktor kam besorgt herein und sah ihn an. Er seufzte, bevor er die unangenehme Wahrheit aussprach. »Mr. Gray, Sie werden nie mehr richtig laufen können.« William Gray stand kurz vor einer weiteren Ohnmacht, als er auf seine Füße starrte und den blutgetränkten Verband sah, der beide Fußknöchel umschloss. »Ihre Füße wurden halb durchtrennt«, erklärte der Doktor weiter. »Sogar die Sehnen sind zerfetzt. Es ist ein Wunder, dass Sie es geschafft haben, zum Pfarrer zu laufen.« »Claymore«, stammelte er nur. »Er war es.« Der Doktor sah ihn verwundert an. »Mr. Claymore, Gott hab ihn selig, ist tot. Das wissen Sie doch.« »Nein«, sagte Gray. »Nein, nein, nein, nein.« Er klang flehend, verzweifelt. Später, als Gray dank einiger Beruhigungsmittel schlief, ging der Doktor zusammen mit dem Pfarrer zum Friedhof, um den Sarg zu untersuchen. Der Sarg lag offen und gut sichtbar am Boden des Grabes. Der Deckel war völlig gebrochen und lag daneben.
Die letzten Sonnenstrahlen illuminierten das grausige Bild, das sich den beiden bot. Henry Claymore lag selig lächelnd in seinem Sarg. Durch die Kälte war seine Leiche kaum verwest und sah noch sehr frisch aus. Seine Hände waren blutig und besonders die langen, spitzen Fingernägel, an denen noch Fleischbrocken von Mr. Grays Füßen hingen, stachen heraus. Das Grausamste aber waren die Füße. Damit er in den zu kleinen Sarg passte, hatte Gray seine Füße sauber an den Knöcheln abgetrennt.